Haben die einen schönen Blumen? Jo, aber die da unten sieht man, ich muss ein Stück zurückziehen. Hä? So? Noch ein bisschen. So? Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Hier ist der Tisch schön. Haroni, geh mal ein Stück zurück. Noch ein Stück und ab ins Wasser, ne? Ja, ja. Das kann dann schon mal passieren. Guten Morgen, meine Lieben. Heute ist wieder Sonntag. Ein schöner Tag wartet auf uns. Wir waren gestern bei der Jugendfeuerwehr. Ich bin noch nicht so ganz ausgeschlafen. Aber wir wollen mal gucken, wie es heute so kommt. Als erstes muss ich mich nochmal für letzte Woche entschuldigen. Da hat das Video irgendwie so ein bisschen komisch gehakt. Ich hoffe, ihr musstet es nicht zweimal gucken. Manche waren so clever und haben so weit vorgespult und haben dann einfach weitergeguckt beim zweiten Video. Ja, wir haben es leider erst abends gemerkt. Ich war unterwegs. Ich habe für euch wunderschöne neue Sachen gekauft. Und dieses Mal sage ich gleich am Anfang, damit das Video nicht wieder, ne, abkackt. Habe ich jetzt nicht gesagt. Abbricht kann man auch einfach ja, sagen. Ja, habe ich jetzt so schnell nicht drauf. So, wir haben hier unsere tollen Magic Pearl Armbänder. Ich weiß, ihr habt es jetzt schon häufiger gehört. Denkt bitte daran an unseren Workshop. Es sind noch einige wenige Plätze frei. Am 11. Mai 15.30 Uhr Mama, Oma und Kind. Und am 11. Mai 18 Uhr für Erwachsene. Ihr könnt 3 Armbänder machen. Super Preis, tolle Idee. So wie ihr es möchtet, könnt eurer kreativen Vielfalt ihren Lauf lassen. Ja, so. Und damit ihr wisst, wozu ihr die eigentlich tragen könnt, ne? Nicht nur hier zu meinem schlichten Outfit heute. Passen die gut, ich liebe die, ich habe die immer um. Ihr könnt auch zu unseren tollen bunten Sachen wunderschön diese Armbänder tragen. Und da sind wir gleich hier bei so einem ganz hübschen Teil. Ihr seht wieder tolle Fledermausärmel hier, richtig schön gemacht. Eine wunderschöne, hübsche Druckbluse, passend zu unseren tollen Jeans. Kann man die Jeans sehen? Mhm. Ich hebe sie hier mal so ein bisschen hoch. Ne? Diese hat zum Beispiel mal einen normalen Reißverschluss und nicht immer die Knopfgeschichte. Also sehen auch toll dazu aus, zu diesen tollen Blusen. Und die hat einen tollen Rücken. Ein schöner Rücken kann auch entzücken. Ist Geschmackssache. Hab schon welche gehabt, die mochten es nicht so leiden. Habe ich gedacht, okay, Geschmack macht einsam. Ich finde die traumhaft schön. Wollte ich nochmal so gesagt haben. Alle, die hier im Laden waren, sagen, oh, jetzt kommt es schon wieder mit der Bluse. Ich finde die total schön. Und ich habe sie schon einmal verkauft. Ich bin begeistert. Also, gibt doch noch Leute wie mich, die auch leiden mögen. Ja, und Farbe noch nicht genug. Haben wir ja auch noch unsere schöne, tolle, orange Hose. Mit diesem schönen Knopfverschluss. Ihr kennt sie alle. Unsere tolle Karo-Star-Hose. Und da gibt es tolle Blusen dazu. Sieht das krachermäßig aus. Ihr mögt Farbe, ich mag Farbe, wir wollen Farbe, wir wollen Sommer. Und das ist Sommer. Das sind so richtige Bam-Farben. Und wem das jetzt noch zu schlicht ist, kein Problem. Wir können dann noch nachlegen. Das Ganze gibt es nämlich noch in Maigrün. Passend zum Tag heute, 1. Mai, gibt es auch in Maigrün. Wunderschön, diese coole Jeans. Ja, fall doch einfach über diese Orange drüber. Das wäre jetzt nett gewesen. Ach, ist immer mein Hype hier weg. Und guck mal, ist das cool? Richtig klasse. Wer jetzt sagt, klar, das kenne ich von irgendwoher. Ja, wir hatten das früher als Tapete auch, glaube ich mal. In den 70er Jahren war das so ein Style. Aber heute ist das richtig cool aufgemacht. Nochmal toll mit diesen Neonabschlüssen. Also richtig, richtig stark. Das ist schon richtig was Cooles. Und weil wir in den 70ern wieder gelandet sind hier mit unseren Mustern, ich schmeiße die jetzt mal hier hinten hinter, damit es jetzt nicht ganz so giftig wird, wenn ihr hier guckt, wenn ihr weiter guckt. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen hier zwischendrin. So, zack, zack. Dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ne? Du hattest doch gesagt, du kriegst noch Tuniken. Ja, ich habe welche gekriegt. Und guckt mal an. Ein Hauch in Seide, wunderschön. Toll geschnitten. Die einen oder anderen haben es in meinen WhatsApp schon gesehen. Ich habe ein neues Handy, damit kann man super Videos machen. Also richtig,
Richtig cool, ich bin begeistert. Kann sogar ich machen, kann jeder. Aber dafür will ich gar keine Werbung machen. Ich will euch diese tollen Tuniken zeigen, die so richtig schön flatterhaft sind, richtig schön, ein Hauch von gar nichts. Passt zum Beispiel auch sogar mal zu dieser Hose. Die sind nämlich nicht so sehr lang, also ist nicht unbedingt jetzt als Kleid gedacht. Das ist wirklich mit einer Hose zu tragen. Richtig toll, super schön in Seide und guck mal diese wunderschönen Ärmel. Und macht also eine richtig tolle Figur, ne? Ja, durch den Gummizug da. Vielleicht können wir das Video ja nochmal so einblenden, zwischenblenden oder wie auch immer. Die gleiche hübsche Bluse oder die gleiche hübsche Tunika gibt es auch nochmal hier in Pink mit Oliv und mit Grau. Also auch wunderschön, so für diese ganzen Festivitäten, die im Moment anstehen. Da gibt es wunderschöne Sachen. Und hier haben wir das Ganze nochmal so ein bisschen in Anthrazit mit Melone und Türkis. Also auch so richtig, richtig schöne Farben. Und wer jetzt sagt, also Claudia, so Seide ist ja nicht so meins. Das ist wirklich so ein bisschen sehr festlich. Da haben wir auch was in Viskose. Wunderschön hier, so ganz leichter Blumendruck. Erinnert mich so ein bisschen an so Porzellan irgendwie so. Also so richtig schön duftig, luftig, nicht das Porzellan, aber der Druck sieht so aus wie auf dem Porzellan. Irgendwie gibt es da, glaube ich, was. Und ihr seht, wie er hier auch nochmal so ein bisschen mit diesen neonfarbenen Nähten, also richtig, richtig schön und auch so fließend, so leicht. Das kann man auch toll so, ne, also ich sag mal so auch über ein Bikini oder sowas tragen nachher. Und wirklich, wirklich schön. Hier ist ganz nochmal ein bisschen krasser in diesem Blau, nochmal so in diesem Delfter Blau. Auch wieder hier mit diesen hübschen gekräuselten Nähten und hier unten auch nochmal dran. Also so richtig schöne, duftige, luftige Kleidchen. Die sind wirklich lang genug, da müsst ihr nicht unbedingt eine Hose zu tragen. Die kann man auch so schluffig nachher auch mal barfuß tragen oder auch so ein bisschen schick mit einem schickeren Schuh. Hier gibt es das Ganze nochmal in diesem wunderschönen Rosé. Also auch richtig, richtig so. So richtig schöne, leichte, tolle Farben. Erfrischend. Wirklich so zum Sommer einladen. Und wer sagt, naja, ein bisschen mehr Farbe könnte es auch sein, gibt es natürlich auch hier nochmal so eine Bam-Geschichte mit diesen wunderschönen Paisleys drauf. Auch wieder hier mit diesen tollen Ärmeln. Und dies ist sogar noch ein bisschen länger geschnitten. Ich muss mich hier schon so ein bisschen ausrecken. Und guckt mal, wie toll die zu unseren Magic Pearls. Ja, ich wollte euch die Gelegenheit geben, nochmal zu gucken, also zu unseren wunderschönen Magic Pearls passen. Also ihr seht, da könnt ihr wirklich alles mitmachen. Und ich werde, wenn ich irgendwo bin, ständig drauf angesprochen, weil die natürlich durch die Sonne im Moment auch wunderschön leuchten. Das ist immer richtig, richtig klasse. Und wer jetzt sagt, in so viel Farbe bin ich gar nicht, hast du nicht noch was richtig Schickes? Ja, habe ich auch. Guckt mal. Ein Hauch in Weiß, in Spitze, haben wir hier einmal mit diesem hübschen V-Ausschnitt. Und hinten ist es auch unterlegt, vorne unterlegt und hinten unterlegt, bei Weiß immer sehr wichtig. Und das Ganze gibt es auch nochmal, auch in Spitze, wunderschön. Upsala, jetzt komme ich hier mit meiner Spitze ein bisschen ins Trüttern. Traumhaft schöner Ärmel und hier vorne nochmal mit diesem kleinen Stehkragen. Ja, mit dem Stehkragen und dem kleinen V-Ausschnitt. Und dieses Teil ist hinten komplett durchsichtig, also komplett transparent. Aber ganz toll, das habe ich diese Woche schon verkauft, zu einer Jeans. Die Jeans war kurz, fransig, richtig cool. Und dazu hatte die Kundin einen weißen, coolen Sneaker an. Ihr glaubt nicht, wie cool das aussah. Das war so schick. Und das ist trotz alledem auch mal was Schickes zum Ausgehen oder was. Da seid ihr wirklich total auf der richtigen Spur. Und das ist so hübsch gemacht. Guckt mal, wie schön die Haut dadurch funkelt. Jetzt sieht man nur meine Hand und meinen Arm. Aber das sieht also so schön aus. Das ist richtig, richtig schön. Mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao!